Also Autos ist so ein bisschen Mangelware gerade, muss ich Ja. sagen. Es ist schon wieder der halbe Tag rum. Es wäre voll cool, hätte man irgendwie noch so eine Werkbank für unterwegs, weißt du, wo man die Reifen einfach zusammenpacken kann. Ja, das stimmt. Das wäre ziemlich cool. So Minecraft-Style. Eine von den 32. Eine, ja, boah, dann hören wir es auf, ey. Die guten 32 Werkbänke. Oh, da unten ist ein Auto. Ein einzelnes Auto, jawohl. Ich will mal. Ja, mach doch. Komm auseinander, das Ding. Gucken. So. Bis es nicht mehr steht, ne? Ja, du musst auch gucken, ne, dass wir dann hier. Was denn? Ein Lacker rausgefallen. Ne, ich kann nichts mehr tragen. Öl. Ja, was soll ich denn gucken? Ja, das wäre ja. Also, das wäre das Zeug halt auch. Also, alles, was nicht tragen kannst, droppt dir auf den Boden. Ja, naja, Wenn du eine klar. Engine bei ist, dann landet die auf dem Ja, Boden. dann muss ich mal gucken, was ich hier kurz weghaue. Ich kann ja mal noch ein paar Erbsen essen. Dann habe ich noch ein bisschen Platz. Plastik. Ich gucke auch ein bisschen mit. Ist okay. Ist nichts da. Schade, schade. Aber deswegen wollte ich ja was in die Truhen packen, weil ich halt echt gar keinen Platz habe. Ja, wie gesagt, normalerweise stackt der ganze Mist halt auch. Das Einzige, was halt nicht stackt, sind Batterien und Engines und Guck mal, sowas. noch mehr Autos. Boah, wenigstens eins. Eins. Oh. Oh. Ich kann schon mal das nächste nehmen. Ich wollte mal kurz hier die olle Truller. Nicht, dass sie hier nervt. Painkillers, umso besser. Ja, mit einem ordentlichen Wrench kommst du ruckzuck durchs Auto. Ja. Hast Oh, du da noch? ist ja noch was drin. Eine Munitionsteile. Schaufel. Shit. Was? Munitionsteile? Okay, Shotgun. platzen, lass mich raten. Aber vielleicht können wir zusammen mal ein bisschen irgendwie schauen, ob was. Oh, was ist denn das hier? Öl auch schon wieder. Öl kann ich noch nehmen. Ja, Habe ich dann noch liegt Platz. hier vorm Auto. Und? Noch was? Nee, ne? Nichts. Wollen wir mal kurz vergleichen, ob wir irgendwie Nixe. was Ja, kann man gleich tauschen machen, aber können? das Problem ist, wir brauchen dafür erstmal einen Container, wo wir es drin stapeln können. Na, hier wäre ja so ein Mülldings. Also vielleicht Federn oder so und Gascan. Nee, eine Feder. Nee, scheiße, die lässt sich. Doch, die würde sich stacken Ja, die lassen, ganze ne? schon mal reinpacken. Okay, Federn. Ein Old Sham Sandwich hau ich jetzt mal weg. Brauche ich nicht. Hast Habe du. ich. Ja, okay. Hast du noch irgendwie was zum Loswerden? Nö. Nee. Federn. Federn. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Wobei Nee, sie aber nicht so Federn wichtig habe ist, ich die kann ich auch nicht. zur Not noch Ach, weghauen. Fiber kann ich auch kurz weghauen, ey. Das interessiert ja keinen. Ach. Komm, Ja. Federn weg. Wasser Ich weg. habe halt Brass noch. Zwei Stücks. Stücks. Stücks, die kannst du Zwei mal die ganze Stücks. reinpacken. Okay, warte. Ich habe gerade was weggeworfen, was wichtig ist. Nee, komm. Bottled Water habe ich Nee, weggeworfen. das habe ich Ach weggeworfen. so, oh. Das Naja, das ist aber deckt jetzt mit unwichtig. meinem. Ah, Autos, da vorne ist noch ein Auto. Ja! Oh, guck mal, der Airdrop da vorne liegt noch. WTF haben wir den nicht eingesammelt? Hä? Doch. Aber mir wird der angezeigt. Ja, mir auch, aber. Ich habe den doch am Tag des. Ich gehe mal kurz hin, Ich habe ja? doch am Tag vor der Hordennacht habe ich den noch eingesammelt, oder Eigentlich nicht? schon, ich gehe mal gucken. Hä? Warum wird da noch ein Airdrop angezeigt? Also Zombie. Zombie-Kumpel. Da liegt Doch, die der steht Kiste. tatsächlich noch. Hast du Cool. vielleicht nicht alles mitgenommen? Doch habe ich, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein anderes ist als den, den ich gefilmt habe. Ja, aber Pain Antibiotics und ein SMG-Stock Ja. kann ich nicht tragen. Kann ich noch was. Macht das Sinn, noch was zu essen? Mal kurz gucken. Oh ja, ich esse noch was und dann. Warte, eat. Das kann Die weg. Pillen musst du einfach nur mitnehmen, Ja, ich kann Rest ist schon. egal. Ja, ich kann das andere auch noch mitnehmen. Shit. Habe ich jetzt die Pillen eingesammelt? Die Antibiotics? Nee, hä? Wo liegen die denn? Da! Boah, das sieht man immer so gut wie gar nicht, ey. Na gut. Was habe ich denn jetzt schon wieder weggeworfen? Schaut Iron Pipe ein, Alter, ich habe keinen Platz. Kein Platz für irgendwas hier. So gut. Electric Components. Close Fragments, die kann ich tragen. Ja, nimm mit. Hä? Was sind. Achso, sind alles Close Fragments. Leather kann ich leider nicht tragen.
Electronics habe ich auch noch mitgenommen. Ist aber nur ein Leder, ist auch egal. Trophäenschissen. Ist das? Nee, ist nix. Aber hier drin. Schon wieder Ansel Adam River hier. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, das steht überall irgendwie an den Brücken. Das ist halt so ein Fluss, der sich hier durchzieht. Durchschlingelt. Ja, wenn man mal guckt, das ist der gleiche Fluss. Der schlingelt sich durch. Der Schlingel. Da vorne haben wir. Oh, was ist das hier? Da haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar Hütten. Navis Gain National Forest. Ja, hier waren wir damals in der ersten Variante öfter mal plündern. Plünder ist warm hier. So weiß ich nicht wir, sondern ich. Oh, ich muss was trinken. Chef, da drüben ist ein Hund, glaube ich. Schnell was trinken, ich habe nur noch 1%. Ja, ist wichtig. Ja, ich kipp mir jetzt ordentlich was hinter. Und bei mir ist die Einstellung übrigens wieder auf Fahrenheit und nicht auf Celsius. Ja, ich kann aber gerade auch spontan nicht sagen, wie die Einstellung war. Aber ist die bei dir jetzt korrekt? Und bei mir nur nicht, oder was? Ich will mal gucken. So, leere Gläser habe ich. Bei mir ist auf Celsius. Ja, das ist ja schön, bei mir haut er schon wieder nicht hin. Aber bei mir, ich habe halt echt das Problem, jedes Mal, wenn ich 7 Days starte über Steam, startet das Spiel beim ersten Mal auf Englisch, nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch, was schon irgendwie komisch ist, weil ich will es eigentlich standardmäßig auf Englisch haben. Oh, ja. Und ich kann das nicht als Standardeinstellung irgendwo hinterlegen. Jedes Mal resettet sich das und das Spiel startet auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob einer von euch da mal eine Idee hat, wie ich das ändern kann. Das nervt mich halt tierisch. Schon jedes Mal das erstmal umstellen. Das merkt er sich einfach nicht. Willst du die Gascans nicht? Doch, aber ich kann es nicht tragen. Iron Pipes kann ich mitnehmen. Warte mal kurz. Das hier. Ach, die Q-Points mal kurz weghauen. Oh, kurze Stellung halten. Jo. Wo bist du denn hingerannt? Ja, bleib doch mal ganz geschmeidig. Ja, wenn ich die Stellung halten soll, ja, dann sollst du einfach nur ganz kurz mal aufpassen. Alles gut. Wo ist er? Ich sehe ihn noch nicht. Hä? Wo macht der denn hier den Krach? Kumpel. Oh ja, eine Truhe. Bin ich dabei? Ich pack mal die Reifen rein. Mal alles Rinder. Oh, nicht das. Einfach rinnen, nicht gucken, einfach rinnen. Aber alles kann ich ja nicht reinmachen. Mach Rinne. Ach, Mann ey. So. Da muss nicht umsortiert werden. Ja, ist okay. Das muss reichen. Nur alles raus erstmal. Na, alles habe ich nicht rausgemacht, aber einiges. Was ist denn der Bob? Irgendwo hier im Haus wahrscheinlich, ne? So. Hausparty. Ja. Hast du jetzt echt alles reingepackt? Ich habe alles reingepackt. Alles, was ich gerade nicht brauche. So, wunderbar. Die kommen hier sogar von allen Seiten, nur mal so zur Info. Ja, ich mache erstmal die Olli hier fertig. Den Fuß abgeschlagen? Nee. Nee. Hey Bob. Ja, immer schön in der Nähe bleiben, ne? Naja. Ich bin in der Nähe von der Kiste. Level up! Hä? Oh mein Gott, Alter. Diese Schreckmomente, es ist einfach echt ätzend. Ist er tot? Der Hund ist tot, ja. Ich nicht. Na, ich muss ja fragen, nicht, dass du. Ja, ja, ist ja richtig. Dass ich nicht schon wieder hier totale Probleme habe. Abgepilzt. Nee, sieht gut aus. Ja, auch nicht. Nischt gedroppt. Nischt? Niente, nada. Oh doch, eine Batterie habe ich gefunden. Hä, hey, was hab ich denn jetzt gerade? Oh, fuck. Zombies. Mann, wo sind die denn? Ich habe gerade schon wieder irgendwo hingedrückt. Ich weiß gerade nicht, was ich gedrückt habe. Ich glaube, ich habe einfach mal das Inventar gerade übertragen. Oh, Bob, ey. Der kommt kuscheln mit dir, hast du es gesehen? Ja, der möchte schmusen. Oh, die haben auch schon gut. Tatsächlich habe ich mir natürlich alles aus der Kiste genommen. Na, Glückwunsch. Ach, Mann, ey. Die haben auf jeden Fall auch schon gut Munition bei jetzt immer mehr wieder. Ja, umso besser. Vitamine, muss ich mal kurz nehmen. So. Ach, hallo, wo bist du denn? Alter, wie siehst du denn aus? Test doch mal an. Oh, der hässlich. Hä? Ich habe ihn nie gesehen. Alter, ist sie neu? Ich weiß es nicht, ich will es echt. Ih, der Corner. Boah, mit Schlüpper. Mit Oma-Schlüpper. Schön, Oma unterm Bock gekillt. Da kommen die nächsten zwei. Der lebt noch. Okay. Nicht drin und der nächste richtig kommt. Party hier. Ich glaube, die haben da drin auch schon wieder gefeiert und fühlen sich so ein bisschen gestört. Studentenparty, eindeutig.
eskaliert. Eine Spüli-Party. Eine Spüli-Party. Kennen wir ja nur einen Spezialisten für Spüli-Partys, ne? Hm? Kannst du mal die Garage kurz plündern? Ja, mach ich. Klamotten. Hm. Hier ist gerade nichts, da ist nichts. Oh, hier sind noch Schränke. Nichts. Geh mal hoch, weil hier kommt man gleich in die Hütte. Soll ich da noch durch? Du brauchst jetzt nicht alles plündern. Okay, nee, dann war ich jetzt nur in der Garage. Ist ja, okay. Ist okay. Die nächsten Autos. Jo, die sind jetzt auch wichtiger. Autos, nicht Steine. Kennst du den Unterschied? Nee, aber die ist Metall. Metall. So, was ist hier drin? Naja. Das sieht noch nicht so aus, als ob hier irgendwo meine Batterie rauskommt. Ich kann mal kurz in die andere Richtung, da ist auch noch ein Auto. Muss man vielleicht mit was anderem abbauen? Nein. Nein. Nein? Quark. Na, also, ich weiß nicht. Nein. Ja gut, ich glaub dir. Ich glaub dir ja. Jetzt liegt dieser tote Hund da voll in unserer Truhe, ey. Oh, da hab ich schon wieder eine Small Engine gefunden. War schon inzwischen 1000 Stück. Bist du ums Haus rumgelaufen? Nee. Nee, ich habe gedacht, bin in der Richtung gelaufen. Weil da auch noch ein Dings war. Ein ja. Auto. Auto. So, mal kurz hier durchgehen, weil in den Garagen können auch mal diese komischen... Die Messschieber sein. Achso. Nicht. Mach schon wieder auch ein Zeug hier, ey. Ja, irgendwann müssen wir auch noch in die Hütten gehen, ne? Naja, da kommen wir dann irgendwann wieder, wenn wir dann mal Motorräder haben. Ja. So. Machst du das vorne? Ja, ja, mach ich. Hauptsache, es kommt keiner stören. Nee, da dürfte eigentlich nichts sein. Autoreifen. Komm her. So. Achso, erstmal noch reingucken. Natürlich. Nur Müll drin. Ich bin seine letzte Dose drin gelassen. Ich hab auch schon wieder noch Spaß gefunden. Also, das ist echt Wahnsinn. Siehst du irgendwo noch ein Auto vorne? Nee. Wird dann wieder in eine Richtung. Nur irgendein Schild. Und eine Stadt, also beziehungsweise irgendwie noch ein paar Häuser. Na, Reifen haben auf jeden Fall schon ein paar am Start. Das ist jo. Schon mal sehr schön. Oh, ich bin infiziert, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht gecheckt vorher. Oh, ich so, hau mal alles square. Raus, alles stacken. Square. Achso, eine Small, nee, zwei Small Engines habe ich, ein Headlight, Mechanical Parts, aber ansonsten eigentlich nur. Aber das, was wir brauchen, ist nicht dabei. Natürlich nicht. Da vorne ist noch ein Auto. Ist auch das letzte, glaube ich, in dem Gebiet, da müssen wir dann schon weiter. Da war übrigens eine gute Small Engine bei. Ja, wie gesagt, wir können die eh kombinieren. Mhm. Okay. Brass Car Radiator. Okay, Glass Paint, komm mal weg. Small Engine. Hm. Ja, das Kombinieren unterwegs fehlt auch so ein bisschen. Naja, das meine ich ja. Deswegen eine Werkbank unterwegs oder so. Aber irgendwas, wo man halt zwischendurch die Teile mal zusammenschrauben kann, wäre schon schön. Alter, die ist schon wieder so eine Olle. In der Hütte? Was sind denn das für Uschis, sag mal? Die hat aber auch echt so ein bisschen... Hungry Zombie. Empty Hungry Zombie, ja. Bisschen komisches Bein hier. Da warst du schon. Jo. Okay, war ja schon mal nicht erfolgreich. Nee, irgendwie gar nicht. Vielleicht kommen vorne noch ein paar Autos. Mal gucken noch. Unterwegs sind ein paar Autoreifen. Ja, ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir können das Zeug schon mal mitnehmen und nach Hause dackeln. Irgendwie. Also noch nicht mehr hier irgendwie. Das Problem ist, eine Straße hätten wir ja nur noch in Richtung Bücherei hier drüben. Mhm. Ansonsten nur noch in Richtung Norden. Da in Richtung Polizeistation. Hm. Da also, war ich ja noch nicht. Ja, da war ich jetzt auch noch nicht. Aber ich weiß, dass da die Polizeistation ist. Achso. Hinten ist noch ein Zombie. Dann lass mal den ganzen Mist mitnehmen. Ich guck mal kurz, was wir alles hier zerlegen können. Hm, lecker Maisbrot. Wellness plus eins.
Da ist aber gleich noch eins. Komm, einmal Vitamine gönne ich mir noch. Gönn dir. Gönn ich mir. Yeah. So. Steel Arrow. Also, ja. Ich sortiere die Federn raus. Kann ich mitnehmen. Die habe ich mir jetzt mal geschnappt. Gunpowder lässt du hier, ja? Was? Das kann alles weg, was ich weggeworfen habe. Ach so, na, aber ich habe hier die Federn habe ich halt selber auch. Ja, aber Federn braucht kein Mensch jetzt gerade. Gut. Eine Leadcar-Battery. Ja, habe ich ja gesagt. Einer mal gefunden. Gut. Ich habe die blöden Federn aufgesammelt. Super. So, die Schuhe können erstmal hier auseinander. Kriegst ja. Besuch von hinten. Jo. So, mehr kann ich eh nicht tragen. Der hat gerade einen Arm verloren. Ja, besser so. Ja, ein bisschen was ist noch drin jetzt. Oh, da ist ein Bär. So, links. Wir sollten auf jeden Fall die Mechanical Parts mitnehmen. Ja, dann... Und die Munition. Aber die Close Fragments haue ich weg. Die Kohle kann ich auch weghauen. Nein, oder, nein? Natürlich nicht. Aber jetzt ist nur einmal Munition drin, nehmen wir mit. Munition. Da oben. Ich markiere mal die Kiste. Jo. Was kann ich mitnehmen? Safe Waypoint. Ich guck grad mal, ich habe noch Papier. Ach scheiße, dass diese Car Radiator... Ist jetzt egal, nicht... einfach mitnehmen und fertig. Na, mehr kann ich jetzt nicht dran. Einfach die Munition, hast du jetzt mitgenommen? Na, die habe ich eingepackt, ja. Die liegt da noch drin, die Munition. Hä, ich hab doch Shotgun Shells. Ach, die Shotgun Shells, ich habe eine andere Munition eingepackt. Ja, du hast bestimmt die Bullet Casings mitgenommen. Ja, habe ich. Dann bleibt der Kleber hier. So. Gut. Los. Im Ausdauerlauf. 17.17 Uhr, also ich würde natürlich gerne nach Norden noch laufen, aber das Problem an der ganzen Sache ist halt, naja, wir können halt nichts mehr tragen. Ja, das ist irgendwie immer das Problem. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, hier nochmal das Inventar ständig umzuräumen, das macht einfach keinen Sinn. Dann lieber zurück und dann kommen wir einfach irgendwann hier nochmal wieder. Mit leeren Taschen, dann müssen wir halt einfach so nach Norden gehen. Ich meine, immerhin haben wir ja schon mal zwei Batterien. Ich meine, wir können ja so noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht sehen wir noch ein Auto oder so. Es fehlt echt hier die Option, den Inventarplatz zu erweitern. Oh, hör mal in, ihr Arsch. Nur Schrott. Ich kann gleich drin bleiben. Also Autoreifen haben wir auf jeden Fall genug. Oh, hier ist auch noch einer. Aber ich kann nichts mehr tragen. Na okay, dann krieg ich doch... Oh, warte mal. Ich esse noch eine Dose. Nee, ist egal. Wir haben Autoreifen haben wir genug. Das ist bestimmt der geilste Reifen ever hier. Moment. Wo sind hier mein Zeugs? Du hältst den ganzen Verkehr auf. Ja, renn doch weiter. Mit so einem blöden Autoreifen. Du gehst noch wieder drauf. Wieso kann ich den jetzt noch nicht? Du musst doch hier stackbar sein. Nein? Autoreifen sind nicht stackbar. Nee, ich meinte jetzt eigentlich was anderes, weil ich habe ja hier eine Dose auseinandergenommen oder irgendwie... Kann ich nicht tragen. Keine Ahnung. Schade. Super. Gibt hier ein Autoreifen rum. Ach, drauf geschissen, ey. Na gut. Na schade, dass man immer nicht sieht, wie gut die sind. Dann hätte ich einen kleineren weggeworfen. Ist ja auch Wurst. Ist Wurst. Gut. Ist Wurst. Du hast wahrscheinlich jetzt gescrappt hier deine Dose und hast jetzt hier 4 Scrap-Eier oder 7 Scrap-Eier in deiner Tasche. Ja. Geh weg, Hirsch. Der tut dir doch gar nichts. Nee, aber die Verlockung ist groß, um meine Hühner zu ziehen. Und du hast keinen Platz, meinst du? Richtig. Schon verstanden. Ach ja. Mensch, war ja schon mal ein erfolgreicher Ausflug. Nicht. Hanni ist gestorben. Das war erfolgreich. Ja, das passiert halt mal. Hanni. Ich bin lange nicht draufgegangen, wollte ich nur mal sagen. Du musst ja nun nicht gleich wieder in die Tat umsetzen. Mhm. Also reicht es auch wieder für die nächsten 50 Tage oder so. Wir müssen eh demnächst nochmal zurück. Wir müssen das Zeug holen. Wir müssen auch noch den Rest aus der Stadt holen. Ja, das können wir mit dem Minibike machen. Wenn wir da hinfahren, das geht ruckzuck. Jo. Das ist unser Wohnbunker. Der ist schon fast schön. Ja, der sieht immer noch aus wie so ein Gesicht, ne? Ja, irgendwie schon. Von außen muss der auch nicht schön sein. Du kannst auf jeden Fall gleich mal zum Feld gehen. Ja, ich hab doch jetzt eh keinen Platz. Ja, ausladen und zum Feld gehen, Mann. Sag mal, muss man denn alles erklären? Ja, bitte Stück für Stück. Ich möchte das ganz mal, genau wissen. Einfach mal den logischen Schritt dazwischen. Nee, welcher logische Schritt dazwischen? Was? Welcher Schritt? Hä? Ausladen. Ausladen, nee, wird überbewertet. Eine Ramschkiste. So. Dann kann ja mal ein bisschen sortiert. Nee, sortiert wird später. Welche besetzt? Du besetzt natürlich immer die andere Ramschkiste. Ach nee, die rechts ist ja auch gar keine Ramschkiste. Die rechts ist ja die Klamottenkiste. Ja, du kannst da auch was reinramschen. Da mal ist jetzt... Ach, das war alles mal ordentlich. So, gut, dann landet hier alles Mögliche drin. Außer meine Schaufel.
Ne, sortiert werden kann in der Nacht. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt schon verstanden. So. Den Koffer behalte ich aber. Wir überlegen, mit dem Graben wollten wir auch irgendwann mal anfangen. Irgendwann schon, ja. Okay. Ach so. Ich bin noch mal gespannt, wenn wir dann irgendwann mal den Graben fertig haben sollten. Das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern. Mhm. Aber ich würde tatsächlich gerne mal wissen, wie effektiv der ist, wenn man die Schwierigkeitsstufe auf Maximum stellt. Tja. Das würde mich echt mal interessieren. Mich auch. Und ich würde mich auch dafür interessieren, wann ich denn... Oh mein Gott. Ey, erschreck mich noch. Da vorne fällt der Baum um. Ich dachte gerade, da kommt irgendwas Riesiges an. Nein, mich würde auch mal interessieren, wann ich mal auf die Idee komme, die richtige Tür zu nehmen. Ich weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen, naja. So, auf jeden Fall voll viele Kartoffeln hier gewachsen. Richtig. Ja, ist alles voll gewachsen. Ja, 4 Stück immer. Aber es ist noch nicht komplett gedüngt. Hier fehlt noch ein bisschen was. Aber na, Dünger ist noch oben. Naja, Dünger ist noch oben. Ja, dann bringe ich gleich mal die Kartoffeln rein und dann hole ich den Dünger. Das ist ja auf jeden wir Fall. Wir haben auch schon voll viele Maiskörner, also Maiskörner machen eigentlich. Maiskolben. Über 500 schon. Ja, und geil. Da kriegst du echt eine Menge Zeug raus. Ja. Du brauchst halt bloß einmal Maismehl und ein Wasserglas. Das ist dann zwar weg, das Wasserglas, soweit ich weiß, aber du kriegst echt gutes Essen raus. Aus Maismehl und einem Wasserglas? Ja, du kriegst das Maisbrot raus. Ah, okay. So, Aloe Vera hier, da können wir auf jeden Fall auch demnächst mal düngen. Und wenn man das Mais, also wenn man Survivor geskillt hat, bringt das richtig viel Zeug, also Wellness und so auch. Cool. Und Futter. Wellness ist immer gut. Was ist denn eigentlich der maximale Wellness-Wert, den man haben kann? Ich glaube ursprünglich 200, aber man kann das noch skillen. Ah. Okay. Oh ey, immer wenn diese Bäume umfallen. Ich sehe einfach immer nur dieses aus dem Augenwinkel Baumfeld. Naja. Schlimm ist, wie immer zu voll die ganzen Dinger hinzupflanzen, weil das echt nervig ist. Ja, aber du musst. Ja, ich weiß. Sonst haben wir keine neuen Bäume. Das Schlimme ist, in meinem Singleplayer-Spiel dann habe ich auch so viele Bäume gepflanzt, als ein, da erkennst du keine Zombie-Horden mal, wenn die auf dich zugerannt kommen. Ja, dann müssen die halt weiter weg. Das ist einfach nur Wald. Ja, aber dann, ne? Bisschen weiter weg bauen. Die 5 Meter. So viel Korn. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwie noch Rüstung rankriegen. Das geht so nicht. Ja. Das stimmt. Aber du konntest doch irgendwas bauen. Du hast doch schon was gebaut. Ja, aber mein Armor-Crafting-Skill ist für den Arsch. Achso. Ja, meiner ist, glaube ich, besser. Ja, eben. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe die Rezepte nicht. Ich habe mich halt auf Waffen und Werkzeuge konzentriert. Aber ich bin der Meinung, wir hatten noch mal echt Rezepte für dich. Ja, ich bin auch der Meinung. Und irgendwie war das aber noch nicht mehr der Fall. So, mal schnell zurück. Irgendwie noch das bisschen an Dünger holen, was wir haben. Bevor ich hier wieder neu anpflanze. Die Bäume fallen immer mit einem Getöse um. Unglaublich. Schwupp. Wie viel haben wir denn jetzt hier gefunden? Dirt. Super. Naja, fast 15.000 Holz. No, wir haben schon mehr. Fast 20.000 Holz. Ui. Wo ist meine Ho? Ich hoffe, die hat es davor nicht mit. Nee. Ja, wenn, dann kann ich mir immer noch eine neue bauen. Aber ich hatte... Na, ich muss ja fragen, weil ich habe die vorhin zwei zerlegt. Ach so. Aber die, ich, wie gesagt, die waren unterwegs. Ich glaube nicht, dass du deine mitgenommen hast. Und wenn, dann schuldeigene. Naja, ich weiß es nicht. Warum sollte man die auch mitnehmen? Weil ich in meinem Inventar eigentlich immer alles habe. Aber eine hohe, wenn wir... Ich frag lieber nicht. Nee, frag aber nicht, richtig. Ich frag lieber nicht. Frag bitte nicht. Das ist so, und du wunderst dich, dass wir keinen Platz im Inventar haben, ey. Ja, ich weiß halt nicht. Das ist auch so unspannend, hier die Dinger zu pflanzen. Hier ist die nicht. Hier aber ist das nur meine... macht sich halt nicht von alleine. Ich glaube tatsächlich, dass eine davon meine war. Ja, das ist jetzt Pech. Es sei denn, ich sehe sie nicht, aber ich glaube, die würde hier schon besser sortiert da sein. Ist hier irgendwas Fackel? Du brauchst halt schnell eine neue, damit du keinen suchst. Ja, ja. So, meine Iron Hoe. Nummer 5000. Ja, vielleicht kriegst du endlich mal eine vernünftige Qualität hin. War die nicht aus Eisen? Ach shit, kann ich keine selber bauen? Doch, Iron Garden Hoe, ach so. Okay, 16 Forged Iron, 20 Holz. Oh, 20 Holz. Naja, nehmen wir einfach mal mit. So, Forged 5000 Iron. Bäume gepflanzt. Sehr schön.
hab's auch diesmal nicht ganz so nah am Häuschen gepflanzt. Also, naja. Mhm. Oh, wir haben nicht genug Forged Iron. Was? Ich hab davon noch was hergestellt. Ach, ist das innerdings? Ach, da. Innerdings. Innerdings ist es. Alles klar. So, Iron Garden. Achso. Das muss ja wieder hier. Am Dings. So, gleich mal die Zeit noch ein bisschen produktiv nutzen und das Zeug abbauen. Mhm. So, mal gucken, was für eine rauskommt. Ich brauche ja auch nur 1,5 Minuten. Zeitverschwendung. Und wer ist schuld? Ich. Ich hab's kapiert. Ja, wenn du sie mit hattest, dann ja. Ja, ich hatte sie, glaube ich, mit. So, dann machen wir hier mal noch ein bisschen. Ich gehe auf jeden Fall gleich nochmal Wasser holen. Ja. 30 da draus. Dann machen wir auch nochmal. 60. Man kann gar nicht genug Mais haben. Nee, Mais kann man nicht genug haben. Du kannst aber dann aus dem Mais und den Kartoffeln kannst du auch dieses komische Meat Stew bauen, glaube ich. Hm. Soll ich mal ein bisschen was machen? Oder bauen oder kochen. Na, erstmal gehst du anpflanzen und ja, dann kochst du. Ja. So, Aloe Vera Seeds. Aber auch nicht alle, weil ich muss ja noch so ein paar First Aid Bandagen herstellen. Dafür brauche ich ja Aloe Vera. Deswegen nicht alles, aber ein bisschen was. So, wir haben da inzwischen schon was angepflanzt, oder nicht? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass du bei dem Dünger, wir haben ja glaube ich jetzt nochmal 7 oder 8 Dünger im Mixer ja, oder so. Ja, 8 waren's. Dass du beim Aloe Vera noch ein bisschen was machst. Ja. Also halt einmal das Kartoffelfeld fertig, das sind nochmal 3 Stück, glaube ich. Und Aloe Vera den Rest. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was wo war. Naja, ich sehe ja. Ganz vorne waren Kartoffeln. Ja, vorne waren Kartoffeln, genau. Ich weiß nicht, ob die Aloe Vera daneben war. Ne, daneben waren nochmal Kartoffeln. Gut. Aber ist egal, kannst ja variieren. Ja, so. Ich warte jetzt hier nur halt auf meine Ho. Mining Tools sind oh, die 81. Ist fertig. Ja, das war mit Sicherheit meine. Wenn ich mir jetzt so die Werte angucke, das hat die, war meine. Was hat die denn? 137. Ja, dann... Hast du das schön auseinandergenommen? Es regnet, es regnet. Ja. Wenn du die mitnimmst, dann... Ja, ich weiß, selber. Wird das gescrapped. Schon klar. So. Ich mache aber erstmal wirklich ein Feld fertig. Jupp. So, schön. Einfach hier überall mal raufdrücken. Na, okay. Fehlt hier noch was? Ich glaube tatsächlich, dass ein Feld fertig ist. Du kannst ja halb anpflanzen. Ja, stimmt. Das ist vielleicht eine Idee. So, ich hoffe, hier fehlt jetzt echt nichts mehr. Sieht eigentlich gut aus. Wird schon. Gut. Bestes Wetter hier, unglaublich. Ah, wunderschön. Und die Sonne geht unter. Wunderschön. Das sieht immer schön aus, wenn man dahinter guckt. So, wenn die Sonne untergeht, so flupp. Im Regen. Da fühlt man sich dann gleich wieder ganz heimelig, wenn man zu Hause ist. Im Bunker. Im Wohnbunker. Im Wohnbunker. So, hier muss doch irgendwo... Was? Hier ist was kaputt. Okay. Also ein bisschen Erde beschädigt. Ach so, und da fehlt mir jetzt... Oh, was kriege ich denn da raus? Ach nee, ich stelle gerade nur was her. Ach so, dann brauche ich jetzt ja diese normale Erde dafür, ne? Hm. Ja, ist auch egal. Also die ja. Paar... Hier ist auch... Ah nee, okay, da habe ich einfach nichts mehr. So gut, dann kommt Hälfte, Hälfte, hat man gesagt. Und hier die Seeds, Corn Seed. Muss ich auf jeden Fall beeilen, weil es gleich Nacht. Ja, also warte mal. Das wären die... Aloe Vera Seeds. Nee, hä? Das waren sie nicht. Oh, Aloe Vera Seeds. Komm, 30. Oh, die Felsen haben ja auch gleich weg hier. Dann stört er nicht mehr rum. Ja. Ach komm. Okay. Hey, ich gebe dem Aloe Vera jetzt den Vorsprung hier. Davon brauchen wir mehr. Dann ist das jetzt hier das Aloe Vera Feld das vorderste. Weil das ist wie gesagt voll. Das haut ja, wie gesagt, hin. Wir können ja mal wechseln. Das ist ja nicht das Problem. Bei der nächsten Ernte ist es von mir aus auch wieder Kartoffeln. Müssen wir mal gucken, wie viele wir haben, wie viele Kartoffeln. Das werden wir im Vorrat haben. Eine Menge. Dann Meat Stew. Ja. So, das war schon mal Aloe Vera. Hier kommt jetzt das Korn hin. So. Mach gleich
dunkel. Okay. Ja, 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 ja. So, für sein Thema brauchen wir noch nicht. Potato Seeds, die kommen jetzt auch hier. Ja, ich beeile mich. Wo soll ich schon reinkommen? Na, du kannst auf jeden Fall schon mal starker machen, dass du gleich reinkommst. Naja, ich muss nur hier erst eine Feld fertig machen. Ich hoffe einfach, dass wir noch nicht da sind. Ich kann ja gleich sehen. So, Steine raus. Okay, sehr schön. Und Holz raus. Ja, Holz haben wir jetzt 2, 4, 6, 10, 30. Oh, los, setz dich rein. Fast, so. Fast 40.000. Klingt viel, ist es aber eigentlich gar nicht. Wie viel? 40.000. Ja. So. Ein bisschen was einschmelzen hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch so einen blöden Zementmixer. Mhm. So, sollte ja eigentlich so passen, glaube ich, oder? Dass sie nicht mehr hochkommen? Ja, hätte es lassen können, hätte auch nicht gestört. Gut. Auf jeden Fall ist mir nichts passiert. Da wären die. Puh, also die Felder sind noch nicht fertig, aber ein bisschen was ist angepflanzt.